Hallöchen und schön, dass ihr reingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Bloody Platin. Und wir sind ja sowas von falsch im Meer. Wir müssen zwar irgendwann etwas weiter hoch, aber das ist noch nicht der Fall. Also wie gesagt, wir sind komplett falsch, denn hier geht's einfach zur Pokémon-Liga. Aber ehe wir diesen Weg bestreiten können, müssen wir noch etwas anderes machen, denn es steht noch ein letzter Arena-Kampf an. Naja, auf jeden Fall habe ich mal versucht zu lesen, was denn so Schönes bei Sonneweg gibt. Es gibt auch einen Donnerstein irgendwo, aber das ist jetzt nicht so das, was ich unbedingt brauche. Wir müssen jetzt erstmal wunderschön zum Leuchtturm. Und der soll irgendwie ganz unten rechts sein. Wo auch immer das sein soll, vielleicht hier irgendwie. Ah, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ja, das ist der Leuchtturm. Yay, wir haben ihn gefunden. Hallo. Der Arenaleiter übertreibt es mit der Elektrizität. Er muss auch mal an die Stadt denken. Die braucht doch auch Strom. Ja, das ist schon möglich. Und wow. Alter, das ist einfach ein Fahrstuhl. Also damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Oh, da ist er, glaube ich. Ist er das? Hallöchen. Guten Tag. Hi. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Du bist also der neueste Herausforderer der Arena von Sonneweg. Also gut, meine Entscheidung ist gefallen. Wenn du zu schwach bist, suche ich die Herausforderung in der Pokémon-Liga. Die Arena habe ich fertig renoviert, also hält mich hier nichts mehr. Vor allem will ich Kämpfe austragen, die mich wieder fordern. Als härtester Arenaleiter in Sinnoh werde ich mein ganzes Arsenal an Pokémon gegen dich schicken. Okay, das ist doch mein Wort. Und tschüss. Hi. Ist es nicht genial, wie weit man mit dem Fernglas sehen kann? Irgendwann werde ich zusammen mit meinen Pokémon diese fernen Gegenden bereisen. Ja, welche fernen Gegenden? Tja, Kalos, dann Alola und so weiter und so fort. Der Leuchtturm symbolisiert für uns Seeleute Schutz und Sicherheit. Und es war voll die blödeste Stimme, die ich für einen Matrosen machen könnte, aber egal. Elsa wirft einen Blick durch das Fernglas. Oh, cool. Leute, das sieht aus wie dieses Kampfschloss in Kanto. Kanto? Nein, natürlich Kalos. Schon irgendwie, oder? So ein bisschen, mit viel Fantasie. Und was gibt's jetzt? Oder es ist natürlich die Pokémon-Liga, das kann auch sein. Aber als ich dieses Schloss da gesehen habe, mein erster Gedanke war dieses Kampfschloss in Kalos. Und dann kam mir natürlich noch der Gedanke Hogwarts. Aber ja, das ist dann, glaube ich, ein wenig zu off-topic. So, ich glaube, wir können auch mit dem Fahrrad fahren. Da sind wir nämlich ein bisschen schneller. Oh Gott, diese Musik. Es rattert, es leckt so unglaublich. Oh, und wir sind im Kreis gefahren. Oh, oh Gott. Ich glaube, wir müssen hier lang, genau. Ja, da ist nämlich die Arena. Wuhu. Hey, du da, er ist endlich zurück. Außerdem scheint er motivierter zu sein als sonst. Vermutlich hat er schon bemerkt, wie hart es mit dir sein wird. Ich wette, er kann es kaum noch erwarten, gegen dich anzutreten. Denk dran, was du zu tun hast, Heißsporn. In der Hitze des Gefechts springt der Funke des Kampfeslust über auf ihn über. Na dann los, Heißsporn. Ich warte auf dich in der Pokémon-Liga. Könntest du mal bitte aufhören, mich Heißsporn zu nennen? Ich bin, wenn schon, ein Eissporn. Und irgendwie klang das gerade weird. Also ziemlich seltsam. Also seltsam, aber ich muss schon sagen, die Arena sieht cool aus. Hi. Hi,
Hallo. Was macht die Kunst, Baltiger Schimp? Lass mich mal eine Trainerkoffer sehen. Wie viele Orte hast du schon? 1, 2, 3. Wow, du hast schon 7. Das heißt ja, wenn du diesen Arenaleiter besiegst, bist du bereits auf dem Weg zur Pokémon-Liga. Dann ist dies auch das letzte Mal, dass ich dich beraten kann. Also hör gut zu, Kindchen. Nur noch das eine Mal. Der Arenaleiter ist ein Meister der Elektro-Pokémon. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Den Rest musst du selbst erledigen. Ganz ehrlich, er steht da und möchte uns einen Tipp geben und sagt uns bloß, ja, schön, dass du hier bist. Das hier sind Elektro-Pokémon. Also ganz ehrlich, das hätte ich jetzt nicht gedacht in einer Elektro-Arena. Okay. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Arena noch lustig werden könnte. Wow, okay. Auf jeden Fall wird es lustig. So, ich glaube, müssen wir auf diesen Knopf drücken? Ja, doch, doch, ja, doch. Na gut, versuchen wir mal unser Glück. Wirst du es bis zum Arenaleiter schaffen? Bist du ganz sicher? Naja, schon, glaube ich. Oh, ein paar Cherry, so wie süß. Und Alter, einfach Level 76. Und wieso habe ich vergessen, Marilyn zu heilen? Naja, egal. Oh Gott. Ich glaube, mit Marilyn kommen wir hier gar nicht weit. Das ist schlecht. Superzahn. Au, nein! Also, das macht definitiv viel zu viel Schaden. Oh Gott, Ladungsstoß. Oh oh. Puh. Was? Hypertrank? Ernsthaft? Ich sag da mal nichts dazu. Okay, noch ein bisschen Zerschneider machen. Ein Crit wäre ja cool. Zuflucht. Okay, das geht noch vom Schaden. Oh. Das können doch bloß 1 KP oder so sein, was da übrig geblieben sind. Also ist. So. Auf jeden Fall ist Pachiri so besiegt und ich bin gerade ernsthaft froh, dass unser Kontrahent noch ein Pokémon hat. Well, ich hätte schwören können, dass er bloß 1 hat, aber okay. Auch gut. Aber das ist jetzt... Nein, er hat 3. Er hat 3. Ach nee, es ist ja eine Sie. Also, Minun hat dieses Schulkind. Dementsprechend habe ich irgendwie das Gefühl, dass nach Minun noch ein Plusel kommen könnte. Ich meine, liegt irgendwie nahe, oder? Also diese Vermutung. Okay. Trumpfkarte. Minun zückt einfach so eine Karte. So, Feuerzahn. Okay, vielleicht nochmal. Oh, Staffette. Jetzt kommt bestimmt Plusel. Sag ich doch. Plusel. Ein Plusel. Zumindest ist Plusel dadurch dann etwas angeschlagen. Das ist auch gut. Und schon wieder Staffette. Hallo? Das macht doch gar keinen Sinn. Also ich würde ja lachen, wenn Minun ebenfalls Staffette machen würde. Wobei das jetzt ehrlich gesagt eh nichts mehr bringt, denn Minun ist besiegt und Eros kriegt die ganzen Erfahrungspunkte. Nice. Nein, ich möchte weiterkämpfen. Ich wage es einfach mal, dass Eros noch was richtet. Ränkeschmied. Oh. Okay, es geht noch. Es geht noch. Es ist nicht so schlimm. Okay, es reicht noch nicht ganz. Na gut.
Ränkeschmied nochmal ist, glaube ich, nicht sonderlich klug gewesen, aber einem geschenkten Gaul schaut man bekanntlich nicht aufs Maul. Okay. Das hat Iros aber echt gut gemacht, oder? So. Ich würde mal sagen, wir hauen mal einen netten Trank auf Marilyn. Und gehen dann einfach mal weiter. Oder? Das halte ich zumindest für eine annehmbare Idee. Oh, und ein Sonderbonbon. Schön. Naja, das heben wir uns am besten aber auf. Okay. Wie zur Hölle? Oh. Gut, da kommen wir nicht lang. Na gut, wir müssen erstmal hier hin. Dann haben wir aber ein Problem. Naja, klar, und ja, schön. Nee, anders. Nein. Ich verstehe. Oder kann ich hier weiter auf das andere Zahnrad? Nee, natürlich nicht. Es geht ja eigentlich bloß, dass wir diese Treppe hochsteigen und dann hier so lang laufen. Genau. Genau, und dann ist der nächste, der uns herausfordern kann. Mal gucken, wie viele Pokémon er besitzt. Dies ist die härteste Arena in der gesamten Sinnoh-Region. Deshalb bin ich hier. Ich will die besten Kampftechniken lernen. Jetzt bin ich aber echt mal gespannt. Okay, und natürlich hat Joel ebenfalls 3 Pokémon am Start. What? Und dann auch noch ein X-Tempo. Hallo? Hallo? Naja, gut. Wir überleben das schon. Magnetflug. Okay, damit schwebt Magnetilo dann. Aber wir machen kein Erdbeben. Von daher... Was soll's? Oh, scheiße, Gyroball. Nee, alles gut. Gut. Magnetilo ist besiegt. Damit waren es nur noch 2. Magneton. Ich möchte weiterkämpfen. Kann es denn, dass dann als drittes Magnetzone kommt? Wie zum Teufel spricht man dieses Pokémon aus? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Vielen Dank. Ich weiß es wirklich gerade nicht. Aber ich bin gespannt, ob ich mit meiner Vermutung richtig liege. Wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob Magnetzone schon in dieser Generation existierte. Das ist echt eine gute Frage. Eine sehr, sehr gute Frage. Naja, egal. Sei es drum. Auf jeden Fall, Magneton ist jetzt auch besiegt. Ha! Na bitte! Ich wusste es! Ich wusste es einfach! Okay, Strauchle. Magnetzone dürfte ja einiges wiegen, glaube ich. Von daher... Ja gut. Macht jetzt nicht unbedingt so viel Schaden. Aber ich denke, zum Sieg dürfte es trotzdem reichen. Also jetzt nicht im Moment, aber... Noch einmal brauchen wir es. Wenn jetzt nicht schon wieder ein Trank daherkommt. Einen Hypertrank oder so. So, bitte, setz einen Hypertrank ein, Magnetzone. Ich würde mich nicht wundern. Aber Marilyn kam dir einfach zuvor. Es tut mir leid. Es tut mir aufrichtig leid. Oder auch nicht.
Und Marilyn hat natürlich ein Level-Up, das ist schön. Es ist richtig schön. Okay, Joel wurde besiegt. Und es wird festgestellt, dass wir richtig stark sind. Ist es ein Pikachu? Hä? Können wir wieder... Schön. Das ist schön. Ich würde mal sagen, so lassen wir das. Ich würde erstmal das Pokémon Center betreten wollen. So. Und dann vielleicht ein paar Tränke kaufen, oder? Ich muss bloß schauen, dass der Part nicht zu lang wird. Oh Gott, der Sound macht mich gerade ein bisschen fertig. Ah, da ist der Markt. Das ist schön. Da gehen wir erstmal hin. Oh Gott, es klingt so schlimm gerade, die Musik. Hier geht's dann wieder. Okay, Hypertrank. Am besten alle. So, 4 Hypertränke gekauft. Dann können wir also getrost wieder zur Arena. Also, nee, nicht zur Arena, sondern... Ach, ich weiß, was wir machen. Wir können das Ganze nämlich umgehen, indem wir einfach mit Kukui nach Sonnewick fliegen. Da sparen wir uns nämlich die Suche nach dem Pokémon Center, weil wir direkt vor dem Pokémon Center landen. Und das ist schon richtig nice. Hallo, Schwester Joy. So, dann heilen wir mal unsere Pokémon. Und dann würde ich sagen, machen wir uns wieder auf den Weg zur Arena. An den Ursprungsort. Zu diesem creepy Pikachu außerdem. So. Ups. Stop. Nein! Ich möchte aufs Fahrrad. Dankeschön. So, ich wusste gar nicht, dass sich das bewegt. Guck mal. Das sieht aus, als wenn... als wenn der Wind irgendwie durch die Segel ist. Also, durch das Ding weht. So meinte ich das. So, okay. Auf jeden Fall sieht es richtig hübsch aus. Und, ach. Ja, da ist die Arena. Oh, wo war jetzt die Arena? Quark, nicht die Arena, das... Ach, Elsa, was erzählst du denn? Nein, Spaß. Ich meinte natürlich das Pokémon Center. Ach, gut. Hier ist die Arena. Sehr schön. Dann richten wir mal wieder diese netten Dinge. Das war, glaube ich, gerade ein Satz mit X. So... So. Falsch. Okay. So. Genau, jetzt wieder runter. Damit wir nämlich jetzt auf die andere Plattform kommen. So. Okay. Jetzt sind wir nämlich wieder hier. Und Gott sei Dank ist es so geblieben. Gut. Wir sind jetzt wieder am Ausgangspunkt, aber ich würde sagen, ehe ich dann uns weiter in die nächsten Kämpfe stürze, dieser Arena, bedanke ich mich, dass ihr reingeschaltet habt und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, vielen Dank fürs Reinschalten und ciao!